ist das überhaupt für mich? Hä? Hey. Oh, legendärer. Ja, zeig mal, was du hast. Wenn du schon mal hier bist. Warte, einmal hier. So. Stufenaufstieg, oder was? Was haben wir denn noch? Warte mal, ich habe ja hier, wo ist denn mein tolles... Stufe. Sehr schön. Gucken wir mal eben. Ich, du, er, sie, es. Was haben wir hier nochmal? Munitionsschmied. Den haben wir ja schon. Mit Nachdruck. Ziegenbeine. Meister-Guerilla. Pistolen habe ich ja eigentlich gar nicht so oft. Hüftgold. Leichtes Gepäck. Weißer Ritter. Weißer Ritter. Ist gar nicht mal... Ja, weiß ich nicht. Nee, warte mal. Was haben wir denn noch? Bei Lack hatte ich hier noch irgendwas. Blutiger Tod. Steuerfahnder. Schrottschild. Reparaturschutz, ja, das wäre auch... Ach, das hier wäre vielleicht noch gut. Oder? Intelligence. Also den Rüstmeister haben wir. Abrissexperte, Reparaturgenie. Waffenschmied. Power Armor Schmied. Das wäre natürlich Meisterwissenschaftler. Den Waffenschmied muss ich, glaube ich, eh noch weiter nach oben treiben. Oder den Power Armor Schmied. Ich bin mir nicht sicher. Oh, das wird jetzt aber echt. Charisma. Nee, Charisma. So, was kann ich hier noch machen? Frontschwein. Den automatischen, ja. Meistergewehrschütze. Meistergewehrschütze auch gut. Ich nehme mal den. Den haben wir auf 8.
Auf null, na, fehlt nicht mehr viel. Gut, so, wo muss ich denn jetzt hin? Da runter. Geht nicht, weil ich überladen bin. Ja. Okay. Muss ich mal eben schauen. Muss ein paar Sachen ablegen. Ab. Militäruniform. 1,1 Kilo. Raketenwerfer, Sichel, Vorschlaghammer. Schon wieder eine Gamma-Kanone. Ja, die sind Todesgranaten, Todeskrallenhandschuh, den werde ich nie benutzen. Der wiegt 10. 151. Der hat 93. Ich weiß es nicht. Ich überprüfe das mal eben. So. Wir haben diese Militäruniform. Die wollen wir nicht. Gewicht ein halbes Kilo. So, jetzt haben wir hier ganz viele Klamotten, die ich alle irgendwie nicht nutze. Schwerer Arm. Das, ja. Wenn ich schon eine Sache. Bauplan. Rezept. So, was haben wir hier noch? Anmeldedaten. Technische Daten. Short. Klar, ich muss mal kurz gucken. Vorkriegsgeld. Wofür brauche ich das? Bleischrott. Der Stoff, der kann eigentlich weg. Wieso habe ich jetzt da? Achso. Ich habe wieder 7 Raketen dabei. Oh, ich bin echt zu schwer. Mann. Wie machen wir das denn jetzt? Ich muss hier rüber. Ich könnte ja laufen, komm, wir laufen. Fehlt uns denn? Psychobuff 40. So.
irgendwas hier. Wir laufen. Das Wandern ist des Müllers Lust. Bisschen die Knarren aufladen hier. Alle leer. Wie laufe ich eigentlich rum? Ist ja nicht zu fassen. Ist ja echt alles leer. So. Okay. Super Mutanti. No throwing him. Da kommt was von hinten. Hallöchen. Da kommen direkt drei. Wird ja mal besser. Wow. Alter. Gott. So. Irgendwer tut. Warte mal. Junge. Warum treffe ich sie nicht? Wollte ich gar nicht. Nein! Was jetzt? So. Ja. Und damit willkommen zurück zu Fallout 76. Wir sind wieder hier. Immer noch an besagtem Ort. Ich bin in der Zwischenzeit, habe ich natürlich mal ein bisschen gelevelt bzw. Sachen verkauft, war zwischendurch mal in White Springs und habe hier mal geschaut, wo es denn jetzt wirklich weitergeht. Was haben wir das letzte Jahr mal nicht irgendwie, habe ich das ja nicht auf die Reihe gekriegt. Jetzt weiß ich, wo es weitergeht und es lag tatsächlich ja mehr oder weniger an einem Anzeigebug. Mir wurde einfach nicht das Terminal angezeigt, an das ich musste. Da kann ich ja lange suchen. Jetzt wurde es mir dann angezeigt, wo ich jetzt nochmal hier war. Und dann habe ich es auch direkt gefunden. Es ist natürlich doof. So. Und jetzt, wo ich jetzt wieder hier drinne bin, muss ich die Aufgabe auch nochmal machen. Komischerweise, aber eigentlich ganz gut. Also, das heißt, die Aufgabe nochmal. Ich war nur schon an dem Terminal, aber das ist jetzt wieder dahinfällig. Wir müssen nochmal das EMP-Forschungsprogramm lokalisieren. Dann machen wir das doch mal eben. So. Hui! Kollege! Schieß mich doch tot! So. Ich mach mal Licht. So, looten. Wenn ich das nicht kann, ich später. Ypsala. Keine Muni mehr, das ist ja doof. Ah, ich brauche Munition. Ich muss mal wieder Muni kaufen. Hier habe ich mir welche gemacht.
Für das andere Ding hätte ich mir auch mal was machen sollen. Ich brauche übrigens Stahl. Ich habe jetzt so viel Blei gesammelt durch die Bleiadern, da ich momentan eher Stahl brauche. Aber ich habe ja gerade gesagt, ich loote gleich. So, ich gehe jetzt erstmal dahin, wo ich hin muss. Ich hoffe, diesmal ist hier nicht wieder so ein Agro-Tron. Ne, wie hießen die? So. Das hier hinten, das ist das besagte Terminal, wo ich dran muss, was mir nicht angezeigt wurde. Nur mal so. Da müssen wir jetzt gleich hin. Du ahnst es nicht. Oh, was war denn da? Sturmgewehr. Ja, komm. Aber schon mal. Und? Oh nein, es ist wieder einer da. Oh nein. Oh shit. Ja, 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 ja. Hau ab, ey. Habe ich Granate? Ich habe nur so eine. Oh shit. Wo ist er hin? Wow! Ist da los? Du vielleicht? Stehst du ja drauf. Warum muss hier wieder so ein Typ sein? Echt? Habe ich noch irgendwas? Impulsiges? Splittermine? Raketenwerfer? Wie das Gauss-Gewehr so abgeht. Geht gar nicht. Doof. Was haben wir noch? Na, vielleicht sollte ich die ganzen Teile mal laden vorher. Ziehe hier auch nicht viel mit ab. Ist hier noch irgendwas? Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr abziehe, das hier zum Beispiel. Upsala. Ist der doof? Auiuiui, der ist aber auch ein bisschen blöd, kann das sein? Der übersieht mich hier ständig. Habe ich ja diesmal ein bisschen Glück. Der war schon mal wesentlich penetranter. Ja, ja. Okay, komm. Wo ist er? Huch! Am Arsch! Am Arsch wirst du sterben. So. Hätten wir den. Meine Fresse, ey. Da muss ich nicht lang. Hier muss ich auch nicht lang. Hä? Warte mal. Ich muss hier hinten hoch direkt, ne? Jo. So. Habe ich noch eine Granate? Gar nichts mehr. Hab ich gar nichts mehr. Kittenwerfer habe ich hier noch.
Alle Granaten weg, ist ja komisch doch. Immer auf die Augen. Ist jetzt auch nicht gebracht hier. Da ist auch noch einer. Mhm. So. Der hat nichts. Okay. Beim letzten Mal konnte man ja hier auch nicht alle Tapes aufheben, wo ich jetzt drinne war. Zwischen den Aufnahmen ging es komischerweise. Konnte ich hier alle Tapes aufheben. Also da war letztes Mal doch wieder irgendwas buggy. So, was musste ich mir anlesen? Anlesen. Anhören hier das hier, ne? So, wir brauchen nämlich ein Siphon-Holoband. Davon gibt es nur noch zwei. Und hier steht, dass das Projekt übergeben wurde. Ne, steht hier gar nicht. Wo stand denn das? Warte mal. Es wurde weggenommen. Es wurde dem weggenommen. So, aber irgendwo habe ich doch auch gelesen, wo es hinging. Warte mal, ich schau mal eben. Und zwar Forschungsprojekte. Siphon. So. Hier. Es wurde an die Abteilung SIGINT Analytics übergeben. Und da dachte ich, ja, es wären, hier die Bänder braucht man nicht. Und da dachte ich, ja, es wären die Terminals da unten in dem großen Überwachungsraum. Ich dachte, die hier wären es. Weil das hier sind nämlich die SIGINT Systemterminals, dachte ich, ja. Hier sind aber nicht. Und das andere Band wurde mir nie angezeigt. Freundlicherweise. Hey, wer schießt denn da? Achso. So, hier, es wird mir wieder nicht angezeigt diesmal. Es wird mir einfach nicht angezeigt. Das letzte Mal wurde es mir angezeigt. So ein Dreck. Dieses Terminal. Hier müssen wir ran. Und hier Projekt Siphon. Holoband hier. Ausgeben. Zabbelidab. Jetzt haben wir eins. So ein Schwachsinn, echt. So was Dämliches, Mann. Ach Gott, ey, das ärgert mich. Ich meine, jetzt kamen ja die Updates, dass die ja auch einiges vorhaben hier für das Game. Aber die sollen mal diese verblödeten Bugs endlich. Mann, die Quest-Bugs, die anderen Bugs, die offensichtlichen, die können sie doch mal, die müssten sie doch erstmal in den Griff kriegen, bevor die hier schon wieder ankündigen. Ich meine, ist ja schön, dass die jetzt Volt 94, Volt 96 entweder endlich mal Raid-Instanzen da integrieren wollen. Und andere nette Sachen, dass man zum Beispiel in seiner Base ja, Automaten hinstellen kann, wo man eigenen Inventar verkauft, wo man das Geld, wo man kann, sagen kann, wie viel man dafür haben will, und andere Leute können sich da quasi bedienen. Alles nette Ideen, aber nicht das Problem, nicht der Kern. So, welche Daten brauche ich denn jetzt? Die hier, ne? Forschungsdaten. Projektdaten herunterladen. Achso. Ja, warte, ich lege ein Holoband ein. Mal gucken, wo ich das hab. Ist das ganz unten? Da habe ich es gerade irgendwo gesehen, glaube ich. Oder auch nicht.
Okay, hier gehen wir ganz nach unten. Vielleicht ist es das letzte. Ja, es ist das letzte. Da bin ich ja froh. So, da herunterladen. Gut, alles wird ausgeführt. Wir haben es geschafft. Lade die Daten in den Hersteller hoch. In welchen Hersteller denn jetzt? Hier? Ja, okay. Gut, dann haben wir das. Dann bringe den Schwunganalysator am großen Säbel an. Wie mache ich das denn? Den habe ich doch hier auch irgendwo. Wie bringe ich den denn da an? Ach so, natürlich. An der Waffenbank natürlich. Wo sonst? Das Problem ist, wenn ich jetzt aussteige... Warte mal. 321, nee, das müsste eigentlich passen. Steigen wir eben aus. Wir bringen mal eben hier was an. Den hier kann ich, glaube ich, wegwerfen. So. Damit habe ich das da dran gepackt. Der Raketenwerfer. Den kann ich mal verwerten. Das Sturmgewehr auch. Muss ich hier noch irgendwas reparieren? Ich guck mal kurz. Hier, das hier zum Beispiel. Der Rest ist okay, hier ist noch eine Rüstungswerkbank. Kann ich hier noch irgendwas modifizieren? Den habe ich an. Standard nur. Okay. Oh. Ohne Lackierung, warte. So. Dann haben wir hier. Kann ich. Ne, habe ich schon. Okay. Lebensretten verschweißt. Einfach nur lebensrettend. Lackiert. Standard. Gedämpft. Okay. Und die Dinge. Abgedunkelt. Die sind alle schon ganz toll. Vorhut verschweißt. Vorhut verstärkt. Vorhut. Lederrüstung. Ohne irgendwas. Gekocht. Das ist aber Schrott. Aber den kann ich jetzt, den kann ich noch hier verwerten. Den Rest kann ich gerade nicht verwerten. Okay. Ach so, warte. Was ist hier so kaputt? Der. Noch irgendwas? Der Rest ist okay. Jut, 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 jut. Da sind wir wieder um einiges leichter. Ich ziehe mir die Rüstung an und Stiefel davon. Apropos, habe ich schon erwähnt? Nee. Ich hatte jetzt hier zwischendurch die Rüstung ein bisschen verbessert, denn wir hatten uns ja beim letzten Levelaufstieg, glaube ich, die Mod, den Skill für Power-Rüstungs... ja, sorry, ich muss mal eben niesen. Den Skill hier für Rüstungsschmied, Power-Rüstungsschmied, darum konnte ich den jetzt hier belüften. Und weiß ich nicht. Und ich habe jetzt hier zwei Sachen. Einmal Level 40 und Level 40 habe ich neu gefunden. Naja, so, nur mal so am Rande. Also auch die wird geupgradet. Die Bagger-Armor ist ja auf Level 35 jetzt komplett. So.
Und ich werde mich bemühen, in Zukunft immer weniger von den Verkauf- und Herstellungsklamotten zu zeigen. Also ich werde mich bemühen, die Sachen rauszuschneiden, weil das muss man ja nicht das hunderttausendste Mal sehen. Außer es sind vielleicht interessante Sachen, die wir craften. Aber ansonsten würde ich bevorzugen, die Sachen rauszuschneiden. Was? Feinde? Hier sind doch keine Feinde jetzt.